Swiss Business und First Class Special ab Zürich. Delta doch wieder unter den Verehrern der ITA und möchte irgendwie doch wieder dabei sein. Und dann gibt es noch für Hilton-Jünger, die noch keine Hilton-Jünger sind, die Hilton Honors Jumpstart Promo. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Und ihr wisst, wie immer an dieser Stelle, unterstützt unseren Kanal, indem ihr uns einfach abonniert, den Abonnierbefehl, die Glocke anmacht, damit ihr wirklich keine Folge aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status verpasst. Und wenn ihr ganz lieb seid, kommentiert dann natürlich unten und gebt uns einen Daumen hoch. Ja, Totgesagte leben länger. Ich weiß nicht, wie man das überschreiben soll. Freitag hatte sich ja irgendwie das Parlament in Italien mit der Thematik anscheinend beschäftigt, oder zumindest die Regierung, und die Privatisierung der Alitalia angeschoben. Und dann kamen irgendwie noch ein paar Liebhaber aus den Ecken. Und zwar die Delta, ganz genau. Also die Lufthansa, die MSC, die wollen ganz klar in Italien da Gas geben, wollten auch exklusive Verhandlungen haben, 90 Tage irgendwie exklusiv und so weiter, hatten wir ja auch berichtet. Aber Delta Airlines hatte sich irgendwie zwischendurch aus dieser Veranstaltung heraus torpediert und gesagt, wir haben keinen Bock mehr. Aber jetzt haben sie eine konkrete Interessensbekundung abgegeben und das sind nicht die einzigen. Also insofern, da muss man einfach schauen, denn mit diesen 1,2 Milliarden Euro, was da irgendwie im Raume steht, sind anscheinend andere auf die Idee gekommen, na, vielleicht können wir den Preis weiter in die Höhe treiben, entweder um da die Firma, also die ITA, wirklich zu übernehmen oder einfach nur zu, ja, um die Lufthansa und die MSC dazu zu bringen, einen höheren Preis zu zahlen, damit das nicht ganz so günstig ist. Also insofern, was will Delta-Chef Ed Bastian, der gegenüber Reuters gesagt hatte, wir haben nicht die Absicht zu investieren. Klingt ja auch irgendwo, wir haben nicht die Absicht, eine Mauer zu bauen. Pun intended. Aber auf jeden Fall ist das so, dass man da halt auch gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstößt, wenn man den Datenraum, und das ist halt der Raum, der für alle der spannende Teil ist, die Zahlen zu bekommen, ja, nur für den einen Interessenten exklusiv öffnet und man weiß es nicht genau. Also insofern schauen wir einfach mal nach, was es ist. Also ich finde es spannend, wenn da mehr Beteiligung reinkommt. Einmal natürlich gut für die Italiener, weil sie mehr Marktpreis oder mehr realistische Marktpreise damit dann bekommen können. Oder aber am Ende des Tages, vielleicht wird es ja doch nicht die Lufthansa und die Delta übernimmt es und man bleibt mit der ITA in der SkyTeam-Allianz. Weil irgendwie die KLM hat ja da so Probleme. Wir hatten das ja schon geäußert. Ja, Probleme weiter gibt es, wer nach Hongkong fliegen möchte. Ja, man hat Mitte Januar den Bann für die Passagiere in Hongkong, die Hongkong auch transitmäßig durchfliegen wollten, einfach nicht aufgehoben. Man hat ihnen einfach gesagt, nee, das ist nicht. Und jetzt hat man auch 150 Länder wieder auf dieser Liste verlängert und auch der Transit ist da ein Problem, weil man hat diesen Zero-Tolerance-Approach und man möchte ganz einfach da nicht von abrutschen. Und ich weiß nicht, inwieweit das daran liegt, dass man da auch jetzt wie bei den Olympischen Spielen bekannt geworden ist, dass wenn die Omikron bekommen würden, dass das bei denen aufgrund der Impfung Lage doch problematischer sein soll. Ich kann es nicht beurteilen. Ich persönlich finde es halt relativ schade, dass man das Land weiter abschottet, aber so ist das nun mal. Was das Problem allerdings ist, ist einfach, dass Fluggesellschaft wie Cathay Pacific, und das ist eigentlich irgendwie die einzige Fluggesellschaft, die da dann halt ein richtiges Problem hat. Warum? Ganz einfach, weil die haben keine Passagiere. Die können in keinster Weise da irgendwas machen mit dem Business. Die Leute können halt quasi keinen Transit machen, die Leute können nicht einreisen, die können gar nichts machen. Also insofern, was ist eure Meinung zu Hongkong? Ist das in eurer Erfahrung der richtige Weg oder was sollte man da machen? Also ich persönlich finde es persönlich schade. Also mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil alles andere wäre, glaube ich, vielleicht nicht sendefähig.
Dann gab es noch so eine Fluggesellschaft, Peoples. Ich weiß nicht, wer kennt von euch die Peoples Airlines aus Altenrhein? Und die waren von mir komplett vom Radar verschoben, aber sie haben eine Meldung rausgebracht diese Woche, dass man das Flugprogramm wieder nach oben fahren möchte. Und natürlich hatte man schwierige Zeiten am Bodensee und die Freunde bei Peoples haben sich jetzt einfach neue Ziele rausgesucht. Die haben ja Embraer 170, aus denen die Flotte nur besteht. Und man hat jetzt einfach diese sinkende Nachfrage gehabt, aber Thomas Krutzler bestätigte, dass man zwar das Angebot auf einmal reduziert hat, aber wieder nach oben hin, nach oben aufstocken will. Das heißt also, es möchte mehr werden. Die Haus- und Hofstrecke ist natürlich aus Altenrhein in der Schweiz dann in die Landeshauptstadt nach Wien. Und da möchte man mehr machen. Dann im Sommerflugplan soll man auch wieder andere Frequenzen nehmen. Zum Beispiel soll es nach Frankreich gehen. Insofern wäre das in meinen auch interessant. Das ist Rennes. Man weiß es nicht. Ich bin ja kein Franzose. Aber ihr habt jetzt wieder einen Grund zu kommentieren und mir zu erklären, wie funktioniert das mit der Welt. Also nach Rennes. Ne? Also Frankreich auf jeden Fall. Ich nuschel mir einen bewusst ab. Also ich freue mich schon. Und insofern schauen wir mal, dass es diese Fluggesellschaft weiterhin gibt, weil Konkurrenz ist ja immer wieder. Wer von euch ist kein Kunde bei Hilton? Wer sammelt nicht bei Hilton? Und wir hatten ja damals mit Mario auch mal darüber gefachsimpelt, wer überhaupt bei Amazon nicht bestellt. Und da hat er sich doch einige Leute bei mir gemeldet, dass man da dass man doch bei Amazon kein Kunde sei. Also insofern, wer bei Hilton kein Kunde ist, kann jetzt ganz einfach bei Hilton Kunde werden und kann da dann schauen, dass man mit der Promotion Hilton Neukunden werden kann. Und zwar, man bekommt 5000 Bonuspunkte für diesen Stay. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, was hier ist. Und hier geht es auch weiter. Und zwar zwei Stays bringen diese 5000 Punkte. Wichtig ist allerdings, dass man wirklich kein Kunde vorher war. Man bekommt einen Welcome-Bonus, der 2000 Punkte ist und dann beim ersten Aufenthalt logischerweise. Und wenn man dann den zweiten Aufenthalt hat, bekommt man 3000 Bonuspunkte. Und wer also keine Nacht bei Hilton schaffen sollte, das kann ich nicht verstehen. Aber es gibt ja auch andere Methoden. Es gibt ja im Moment ja den Fast Track und so weiter bei Hilton, sogar für Gold und für Diamond mit dem Match. Also insofern, das ist interessant. Wichtig ist für euch nur der Zeitraum. Ihr müsst euch bei der Promotion vor dem 31. März anmelden und das muss auch alles bis dahin passieren. Und die Promotion Period ist im Prinzip 6 Monate, nachdem man sich angemeldet hat. Heißt also, wenn ihr euch im Ende März anmeldet, dann wäre das April, Mai, Juni, Juli, August, September, ne? Also wäre das Ende September, habt ihr 6 Monate Zeit, also das ist ja wohl zu schaffen. Und ihr bekommt natürlich da dann alle Vorteile, die es auch aus den anderen Programmen gibt. Also das heißt Promotions, Fast Track. Also ich würde es mitnehmen, wenn ich kein Kunde bin. Aber auch hier wieder spannend, wer ist bei Hilton kein Hilton Honors Gast? Also, die letzte Meldung heute, die wir uns anschauen, das ist die Lufthansa. Die Lufthansa-Gruppe hat wieder einen Sale ab Zürich. Sie nennen es Sale, ich persönlich nenne das so ein bisschen realistischere Preise vom Hub in Zürich. Aber was wollen wir dazu wissen? Ganz einfach, der Flug muss zwischen dem 10. Februar bis zum 11. Dezember 2022 stattfinden, heißt also quasi seit vorgestern gibt es schon. Buchbar ist das Ganze bis zum 16.02. Abflüge sind, das ist das Spannende, ab Schweiz, das wäre Zürich, Genf als Beispiel, wären Abflugorte. Und Ziele gibt es sogar Angebote nach Europa, sind immer Partnertarife, das heißt also immer die Preise für zwei. Zürich-Palma sind 599 Stutz, also natürlich in Schweizer Franken. Oder wer nach Amsterdam will, 548, das billigste wäre Zürich-Berlin mit 498 Schweizer Franken. Alles immer Preise für zwei Personen. Buchungsklasse ist natürlich in dem Fall hier auch wieder P. P ist in dem Fall
nur 100% der Meilen, aber ihr wundert euch natürlich nicht, weil der Preis relativ günstig ist. Dann hatte ich euch angeboten, es gibt auch First Class und Business Class Angebote. Ja, da will ich auch drauf eingehen. Los Angeles ist zum Beispiel dabei. In der Business Class für 5.599, auch hier wieder für zwei Personen. Und jetzt kommt's, First Class 9.499. Also es sind nicht ganz die Knallerpreise, so wie man sie kennt. Dubai 7.499 in der First Class. Oder aber dann auch 4.999. Johannesburg ist in der Business Class das gleiche, kostet aber, wenn man First Class fliegen will, 8.999. In der First Class ganz, ganz wichtig, das sind A-Klasse-Tarife, da gibt es 300% der Meilen. Also insofern, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich wollte es euch genannt haben, das Angebot. Für den einen oder anderen ist das interessant. Ich kenne ja meine Kunden, einige buchen in der Tat ja auch ex-Zürich und sind bereit, die höheren Preise zu zahlen aufgrund des Komforts. Deshalb will ich es einfach nicht vorenthalten. Der Rabatt sind bis zu 45% in der Business Class, in der First Class. Finde ich, den ist der nicht ganz hoch. Aber ich finde die Preise trotzdem, wie gesagt, nicht ganz so prickelnd. Nochmal euch ans Herz gelegt, der Sail Up Brüssel. Da sind natürlich nicht alle Ziele drauf, die auch hier drauf sind. Aber die Preise sind natürlich wesentlich augenfreundlicher und sind natürlich auch Valentins-Specials, also Partnertarif. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Die heutige Folge etwas kürzer am heiligen Samstag, was aber trotzdem nicht euch entbindet von der Abonnierpflicht und kommentiert. Freue mich darauf, wenn ihr von euch hören lasst und wir im Dialog sind. Hatte ich alles genannt? Abonnieren, Glocke an, kommentieren und liken. Also in dem Sinne, bis dann. Ciao.